Bonjour! Jo, also. Ich hänge fest mit meiner Brille. Das ist nicht schlimm. Jetzt haben wir gerade, nicht gerade, da kommen wir gleich noch zu, jetzt haben wir aber die Radtour gemacht und nach Portiranje war jetzt kein Highlight. Nein, war ein Reinfall. Kann man so sagen? Ja, knallhart. War ein Reinfall. Knallhart. Ich meine, okay, die Strecke am Canal du Midi lang war schön. War schön, ja. Also das ist schön, aber Portiranje selbst. Aber ich hätte gedacht, da ist irgendwie eine Einkaufsmeile oder irgendwas. Ist nicht. Ein kleines Ortskern, aber das war nicht. Die Kirche. Eine Kirche und eine Schule haben wir gesehen. Ja. Und ein Spar, der zu hatte. Ja. Aber da war nichts. Also wie gesagt, ihr entscheidet, ob ihr da hinfahrt oder nicht, oder egal. Also wir fahren da nicht mehr hin, brauchen wir nicht. Nee, aber am Plasch. I'm gonna tell you right now, cause she's the one I'm thinking of. Portiranje Plasch, unser Herzensplatz, genau, der ist mega schön. Den haben wir jetzt aber auch schon verlassen. Und ja, zwar heute Morgen. Genau. Und sind gefahren nach hierhin. Castellanderie. Okay, hört sich ein bisschen an wie eine Käserei. Eine Zwischenstation. Nee, Landerie ist. Landerie. Ist Wäsche. Ja. Eine Zwischenstation auf dem Weg nach Toulouse. Genau. Wir wollen nämlich morgen nach Toulouse. Ich habe gesagt, wir machen es jetzt langsam, weil morgen ist Sonntag und da wollte ich nicht durch Toulouse stapfen. Ja. Und deshalb habe ich gesagt, dann gucken wir, dass wir dann eine Zwischenstation einlegen und dann morgen weiterfahren nach Toulouse. Auf einen Campingplatz habe ich da rausgesucht, weil da sind nicht so wirklich Stellplätze, höchstens Parkplätze und da soll ein sehr schöner Campingplatz sein. Ja, und da fahren wir dann. Das macht man ja nicht. Nee, das sollte man nee, nicht tun. Weil wir ja dann auch mit dem Bus reinfahren wollen nach und U-Bahn und Metro Toulouse. Und nach Toulouse rein. Genau. Und genau, das werden wir dann morgen machen. Das ist der Plan. Da freue ich mich auch ein bisschen drauf, weil das erste Mal in diesem Urlaub eine etwas größere Stadt. Ne? Ja. Also, schon. Also mal ein bisschen gucken, ein bisschen bummeln gehen. Bisschen Kultur. Ein bisschen Kultur machen, genau. So, und dann haben wir gesagt, wir fahren jetzt schon mal irgendwie eine gute Stunde hier in Richtung Toulouse, waren dann vorhin noch einkaufen und sind jetzt erstmal soweit ausgestattet. Und Frauchen hat ja hier in einem perfekten Französisch den Platz schon gebucht und nachgefragt, ob noch Platz nachgefragt ist. Und da hat er sich sehr darüber gefreut, der Besitzer anscheinend. Ja, ja. An der Ritze. Und ja, den hat Platz. Hat dann sogar auf Deutsch Tschüss gesagt. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, ja. Die wollen schon, oder die können schon, wenn sie wollen. Nee, also alles gut. Also bei der Gelegenheit übrigens, man kommt hier sehr gut auch mit Englisch klar. Ja. Also ja, ich bleib dabei, das war vor ein paar Jahren nicht so. Nein. Da waren nein, die wirklich wirklich auf ihrem Französisch festgenagelt und mittlerweile sind die so, ja, ich hätte schon bald gesagt, weltoffen. Aber zumindest von der Sprache. Ja, es ist aber auch wirklich, wenn man versucht, Französisch zu sprechen, dann sind die sowieso immer milder gestimmt, als wenn man sofort mit Deutsch, mit unserem Robot Deutsch da ankommt. Ey, alle Kumpel. Immer, was machst du hier? Naja, gut. Aber nee. Der Platz hier ist überschaubar, ich glaube 12 Plätze. 14. Klugscheißer-Modus ist wieder aus. 14 Plätze und eine Entsorgung, eine Versorgung und Strom. Und mehr ist nicht. Ich hau da mal eben zwei Bilder rein. Ja, ja. Mehr ist hier einfach nicht. Und aber das reicht mir auch oder reicht uns auch zum Übernachten, ja, weil morgen genau früh, nach dem Frühstück geht es dann direkt nach Toulouse. Genau. Jo. Schade. Aber wir haben jetzt aber auch die letzten zwei oder drei Tage sehr genossen an unserem Herzensplatz. Mhm. Ja, aber vom Prinzip kann man schon sagen, wir gehen schon so Richtung Heimat wieder, ne? Ja, jetzt wenn wir Montag in aller Ruhe Toulouse weg haben, dann haben wir da Dienstag ab und dann geht's langsam Richtung Heimat. Freitag wollen wir zu Hause sein. Genau, genau. Und da wir da nicht wieder so eine Mammutstrecke machen wollen, muss auch nicht sein, ja, machen wir das halt auf mehreren Etappen, auf genau drei Etappen eingeteilt ist und ist für alle Beteiligten. Es soll ja nicht in Stress ausarten. Na, ne, den dass hatten man wir nicht eine Sekunde hier. Nö, nö. Doch, ich. Dein Wind. So ist er dann, eine Küste. So,
meine lieben Damen und Herren, wir machen jetzt ein bisschen Essen und trinken den Rest Wein von der Abby. Vielleicht das Bierchen noch hinterher. Mal schauen. Irgendwie wir da, können ja den so Wein. So dran willst du nicht, ne? Wir können ja doch. Wir können ja den Wein beim Essen machen trinken. Oh ja, das geht natürlich auch. Und den und zum Rest, Essen dann das und Bier. Den Rest noch ins Essen rein. Da gibt's keine Reste. Nein, ja. Gibt's keine Reste. Ein Schlückchen. Nee. So, nein. Nein, gibt's keine Reste. Gut. Ich mache keine Gefangenen. Trinken wir den beim Essen machen. Oh, der Ermittler. Weil muss ja einiges geschnibbelt werden und er ist ja mein Schnibbelkönig hier. Ja, ja, ja. Nee, ist klar. Also, wir verabschieden uns, dann sehen wir uns vermutlich morgen wieder auf dem Campingplatz. Genau. Ne? So jo. Ist es. Alles klar, dann schlaf bye gut. Bye. Oder wann auch immer ihr das Video seht. Bis denn. Someone would get hurt. I think I have to let you go. Should be easy, but it's not. 'Cause the problem is I love you. What to do? I count to three when you're next to me. I love you. What to do now? Do now. Only problem is I love you. What to do? You got me bound. Make my world spin round. I love you. What to do now? Neuer Tag. Heute ist Montag. Wir machen uns gerade auf den Weg nach Toulouse rein. Ja. Haben uns jetzt gerade ein Ticket hier bei der Rezeption organisiert. Ja, das ist ein One-Way-Ticket. One-Way? Ja. Ist für eine Stunde gültig. Kostet 1,80 Euro pro Person. Und wenn man jetzt dann länger in Toulouse rumfahren will, dann muss man sich so ein Tagesticket holen. Ah, okay. Habe ich anders verstanden. Ich glaube, das kostet, wenn ich recht informiert bin, 10 Euro. Aber da kann man dann auch den ganzen Tag mit Metro und Bus und alles. Alles. Wir fahren jetzt erst mit Bus und dann fahren wir weiter mit der Metro in die Stadt ran. Und dann sind wir so ziemlich am Ort des Geschehen. Ja, von hier aus zum Space Lab oder Space City. City Space. Despacé. Da, wo ja die Ariane steht und so, weil Toulouse ist ja... Ja, Weltraumstadt. Flugzeug, ne? Also Airbus ist ja hier. Nee, was? Airbus nicht. Das ist so ein Cité Espace, also so ein Weltraumdingen. Und die Ariane, die ist hinterm Flugplatz. Ja, aber die bauen doch hier auch Flugzeuge in Toulouse. Ja, aber nicht die Airbus. Nee. Egal. Irgendwas bauen sie hier schon. Jo, und wie das alles funktioniert hat, sagen wir euch später, ob es funktioniert hat. Meine Frau weiß bestimmt, was das hier für ein Fluss wieder ist. Das ist der Canal du Midi. Ach, guck mal, den kenne ich doch. Ja gut, dann bis gleich in der Stadt. Ja? Bis zur Bushaltestelle. Danke. Noch nichts getrunken heute. Ja, Fußweg 2 Minuten, 3 Minuten zu Fuß. Ja. Eben wieder über die Brücke, wo wir mit dem Auto rübergefahren sind. Kann man uns noch hören? Alter, ist das hier laut. So, und das ist dann die 59er Linie. Ja, man kriegt aber hier an der Rezeption einen sehr schönen Plan mit dem Bus. Dann da muss man aussteigen und dann in die U-Bahn rein, Metro B und dann bis 6 Stops und dann ist man in der Innenstadt. Ganz einfach. Mal gucken, ob das passt, ob das stimmt. Aber ist schon mal anderes als auf dem Land hier, mein lieber Herr Gesangsverein. Gehen wir dahinter. Ja, wir wollen mal gucken, bis gleich jetzt.
Geht hier nicht. Was? Geht hier nicht. Geht nicht? Nee. Angekommen in Toulouse. Jo. Mal gucken, was die Stadt so kann. Ja. Sonne scheint. Das ist gut. Die Tour war selber mega, ne? Jo, war ganz einfach. Rappevoll. Also. Haben wir die Kamera ja, nur ja. bedingt angemacht. Wieder nicht als Bombenleger hier. Ne? So. Ja, dann lassen Sie mal durchziehen. Ja. Und für euch hoffe ich jetzt mal ein paar schöne Impressionen. Aus Toulouse. Good day today is a good day.
Bonjour. Was bonjour? Ich hätte es fertig. Ja, das waren jetzt gute 5 Stunden Toulouse. Vielleicht sollten wir nicht so einen Tisch wackeln. Ja. Erzähl mal, wie hat es dir denn gefallen? Also mir hat es sehr gut gefallen. Wenn ihr dahin geht, zieht euch Wanderschuhe an. Ja. Also das mit der Karte, das hat sehr gut geklappt. Du hast allerdings nur eine einmalige Fahrt, kriegst die hier oben in der Rezeption für 1,80 pro Person. Super. Damit kommst du bis nach Toulouse in die Stadt rein. Wenn du jetzt vorhast, mehr Fahrten zu machen, dann kannst du ein Tagesticket. Da sind 10 Fahrten drauf. Was jedes Mal, wenn du es durchziehst, für eine Zapfahrt gilt. Ja, also. Ja. Ja. Also 5 Fahrten, eine Karte, 2 Personen, 5 Fahrten für jeden. Genau. Ungefähr. Ne? So, ansonsten, wie gesagt, nachher, wenn man zurück will, wenn man jetzt nur diese eine Karte hat, muss man auf dem Rückweg wieder eine neue Karte für 1,80 pro Person ziehen für den Rückweg. Richtig frisch sieht es auch nicht mehr aus. Ach, ich bin auch viel gelaufen jetzt hier, ne? Also. Ja. Aber absolut sehenswert. Ich finde es auch schön, auch die Brücken. Ist eine Studentenstadt. Ne? Also sehr, sehr viele und Studenten. Ja, da ist ja die Ecole, hier die Schule der bildenden Künste. Also dementsprechend, ja, ist das so dieses ganze Flair da, ne? Du hast überall diese kleinen Bistros und Cafés und an jeder Ecke. Und du hast so eine Einkaufsmeile und du hast dann aber auch so uralte Straßen wieder, ne? Ja. Also der Mix da drin, ne? Ja. Sehr gut. An jeder Ecke hast du da irgendein kleines Café, Bistro oder sonstiges. Also mir hat es auch sehr gut gefallen. Ja. Und mit dem Bus und mit der Metro auch cool. Und morgen, also heute passiert nichts mehr, ist ja klar. Ja, heute nochmal die Wunden lecken, ne? Ja. Und morgen fahren wir dann weiter. Ja. Richtung Heimat schon. Mhm. Wollen aber mal gucken, ob wir noch an diesem Space Center da vorbeikommen. Ja, da kommen wir eigentlich nicht vorbei. Da wollen wir mal gucken, ob wir da dran vorbeikommen. Wenn wir wollen, kommen wir da vorbei. Also da würde mich auch nochmal interessieren. Ich weiß aber nicht, ob du da mit Wohnmobil parken kannst. Da gucken wir uns gleich mal auf Google mal an den Parkplatz, wie das aussieht. Ja. So, und ansonsten, ja, war es das von Toulouse. Ansonsten ne? War das jetzt eigentlich... Campingplatz, haben wir schon mal vom Campingplatz gesagt hier? Nein. Ich sag mal, ich habe jetzt bezahlt für 2 Nächte, 2 Personen mit Strom, ich glaube 67 Euro. Ja. Ist natürlich nicht günstig für das, was hier angeboten wird. Ne? Also die Sanitäranlagen. Wenn er reinkommt, sind die totschick. Ja, schön gemacht. Und dann verfallen sie so ein bisschen ins elterliche Design. Es ist kein Toilettenpapier. Die Toiletten haben keine Klobrille. Die Duschen muss man ständig drücken, aber es kommt heiß Wasser. Das war öfters. Ja, aber so kurz. Also bei mir war es immer sehr, sehr kurz, die Intervalle. Aber sauber. Sauber war es. Ne? Also das definitiv. Ne? Der junge Mann an der Rezeption, super hilfsbereit. Rezeption, da war ich heute Morgen mit, diese Karte kaufen. Ja, das ist ja nur eine Behelfsrezeption, weil die andere sind sie ja gerade am Umbauen. Okay, genauso sah sie nämlich auch aus. Ne, dann sage ich nichts, dann ist alles gut. Hast du gesehen gerade, da waren sie ja. Ja, ein bisschen am Sofa. Ja. Aber gut, wenn er jetzt erstmal alles. Ja. Aber es ist also auch wirklich, wenn du ankommst und es geschlossen ist, das vorne ist ein Tor, da kommst du nur mit Code rein.
Und wenn irgendwas ist, musst du da klingeln, dann kommt der junge Mann raus und hilft dir weiter. Ja, funktioniert alles also, gut. Also das funktioniert wirklich super. Bist du komplett abgerammelt von Nox hier. Ja, und das ist also das Gute, wenn man jetzt wirklich mit dem Bus und Metro nach Toulouse rein will. Man weiß, man steht hier sicher auf diesem Platz. Ne? Würde ich auch sehen. Also würde ich jederzeit wieder eher sowas machen, als manche sagen, ja okay, da sind Parkplätze für Wohnmobile auch, aber da bin ich ganz ehrlich, nö. Also da bin ich hier, war eine ruhige Nacht und ja. Nee, der Platz gefällt mir auch soweit ganz gut, passt schon. Ja. Der eine oder andere Deutsche ist hier, der eine oder andere Holländer ist hier und der Rest sind Franzosen. Ja. Nee, alles gut. Also, wir versuchen jetzt morgen da nochmal hinzukommen oder wir gucken heute Abend mal, werdet ihr ja dann sehen beim nächsten Schnitt, denke ich, ob das funktioniert hat oder nicht. Ja. Ansonsten sehen wir uns auf dem nächsten Stellplatz. War ein Stellplatz? Das war ein Stellplatz CCP. Von Campingcarpark in Schlag mich tot. Das sagen wir dann nächstes Mal. Wenn wir da sind. Genau. So, jetzt brauchen wir erstmal ein Schnäpschen und genau. Ihr könnt in Ruhe die ganzen Eindrücke von Toulouse verarbeiten. Ja. Alles klar. So, bis so ist es. Später. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Ja. Genau. Lass uns doch erstmal hier über diesen Stellplatz was sagen. Über diesen ehemaligen Campingplatz in Bergamot. Bromont-la-Motte. Ja, ich war nah dran. Ja, also ich sag mal, für eine kurze Übernachtung ist es akzeptabel. Es hat Strom. Ja. Und sanitäre Anlagen. Die aber jetzt geschlossen sind. Aber grundsätzlich sind sie da. Ich habe eine Entsorgung gesehen, aber keine Versorgung. Kann sein, dass die irgendwo hinter so einer Tür ist. Weiß ich nicht. Die Plätze sind sehr klein und sehr schräg. Nee. Ja. Die sind total sehr schräg. Also keine Chance, das auszugleichen, glaube ich. Selbst mit Hubstützen wird es eng, das zu schaffen. Also teilweise stehst du wirklich krumm im Flitzebogen. Ja. Hier sind viele Bäume drauf und die Wurzeln, ne, das ist... Ich weiß nicht, ob sie hier vielleicht nochmal irgendwas machen, dass sie da jetzt... weil ich sag mal, das ist nicht Anspruch, glaube ich, eines... Campingcar-Parkplatz. Das kann natürlich sein. Auf jeden Fall, wir sind gestern auch nochmal... umgeparkt, haben gestern nochmal umgeparkt. wir sind jetzt auf so einem geschotterten Platz, der einigermaßen geht. Aber da oben, wo wir ganz am Anfang waren vom Video, nee. Das war schwierig, sagen wir mal so. Also wir sind ja schon einiges gewohnt und keilen ja auch nicht immer und stehen auch manchmal schräg. Das ist dann auch für eine Nacht okay, aber so schräg, da werden wir aus dem Bett gerollt.
Also war schon, Aber bis abends fahren, hört man die Autos noch, aber nachts stockduster. Aber total leise. Und ruhig. Ja, also das ist auf jeden Fall. Hier ist auch noch so ein kleiner See. Und da sind 45 Plätze. Bis gestern Abend standen wir hier auch komplett allein. Dann kamen noch zwei. Und ja, die sind auch schon wieder weg. Wir sind mal wieder die Letzten anscheinend. Aber wie gesagt, wir sind ja nicht auf der Flucht. Ja. So, apropos Flucht. Wir sind auf dem Weg nach Hause. Ja. Haben jetzt zum Schluss hier nochmal Schnee mitgekriegt. Jo. Irgendwie ist das so unser Style. Beim letzten Jahr war das auch. Ne? Auf dem Rückweg einen Stellplatz hatten wir Schnee. Wir hatten die Nacht jetzt 3 Grad. Aber jetzt scheint schon wieder die Sonne, blauer Himmel. Wunderbar. Jo. Ja. Nee, wir werden uns jetzt auf den Weg machen nach Hause. Ja. Das eine oder andere werde ich nochmal auf Polar Steps posten und auf Insta, Facebook etc. pp. Weil wir haben jetzt noch 2 Übernachtungen bis nach Hause. Ja. Ja. Wenn es dann so sein soll. Weil gestern ist meine Motorkontrolllampe angegangen. Ich habe getankt in Toulouse. 250 Kilometer gefahren. Dann haben wir eingekauft, also Fahrzeug abgestellt, ausgestellt und nach einer halben Stunde wieder angemacht. Und prompt war die Lampe an und ging auch nicht mehr aus. So, jetzt habe ich so einen OBD-Stecker. Muss ich eventuell damit mal versuchen, einen Fehler zu löschen, obwohl ich habe schon nachgelesen, in unserem Falle hier bei diesem älteren Fiat, ist es tatsächlich so, also da ist irgendwas mit der Einspritzanlage nicht in Ordnung. Ich kann aber weiterfahren, schreiben die. Und ich sollte dann bei Gelegenheit eine Werkstatt aufsuchen. Ja, das werde ich dann auch tun. Wenn wir wieder zu Hause sind. Wenn. Wenn wir zu Hause kommen. Wenn nicht, gibt's dann doch nochmal ein Video. Wie irgendeiner unter der Karre liegt. Nein, toll, also will ich nie hoffen. Ich will in Ruhe nach Hause kommen. Ja. Braucht ja kein Mensch so eine Scheiße. Gut. Ja, das war's. War eine mega schöne Reise, fand ich. Ja. Total stressbefreit? Ja, wir haben, sag ich mal, wenig Punkte gehabt, aber dafür super schöne Punkte. Intensive. Ne? Ja. Und haben uns auch viele Tage da Zeit gelassen. Ja, ne? Ja. Muss man schon sagen. Also war schon, hast du sehr schön gemacht, Schatzi. Deine Diplomarbeit wird genehmigt. Gut. Frau Doktor. Frau Doktor Maps. So, Wetter war semi-optimal. Boah, fand ich gar nicht so. Also ich fand es semi-optimal. Ich hatte mir mehr versprochen letztes Jahr, als wir... Du gehst mit den falschen Vorstellungen. Ja, da war es wärmer und jetzt hatten wir wirklich sehr, sehr viel Wind, wirklich Wind, dass man bergab treten musste. Ja, ich meine, Regen hatten wir eigentlich immer nur so an den Tagen, wo wir Pause eingelegt hatten und gefahren sind. Und es war halt eben auch nicht so warm. Wie ich mir erhofft hatte. Ja, gut. Der eine Tag in Portiranje Plage, wo man dann mal mit einer kürzeren Hose, aber sonst. Ja, ich bin halt ein bisschen enttäuscht. Ist halt Februar, März. Ne? Ist halt so. Ich sag's ja nur, wie es ist. Mir hat's sehr gut gefallen. Das und hat's auch. Die Spots auf jeden Fall und Fahrradfahren und alles gut. Tipptopp. Däumchen hoch. Apropos Däumchen hoch. Wenn euch das Video gefallen hat oder diese ganze Serie, gerne kommentieren, teilen dürft ihr natürlich auch und Däumchen hoch und abonnieren wäre super. Das würde uns helfen. Jetzt machen wir uns auf den Weg. Ja. Und ich möchte aber auf jeden Fall, also ich gehe mal davon aus, dass das jetzt das letzte Video ist und wir gut nach Hause kommen. Und wir wollen uns auf jeden Fall erstmal recht herzlich bedanken für die ganzen Kommentare, für die Tipps, für die Daumen hoch, für die Likes, für Kommentare, habe ich schon gesagt, ja. Für Abonnenten, neue Abonnenten, seid gegrüßt, meine Lieben. Hat wieder irrsinnig Spaß gemacht. Ich weiß, wir waren lange raus aus der YouTube-Bubble, aber umso intensiver, glaube ich, war jetzt unsere Videos, behaupte ich jetzt mal zumindest. Bin ja dreist, ne? Jo. Aber uns gefallen sie, also von daher gehen wir davon aus, euch gefallen sie auch. Sonst würden wir es nicht machen. Von den Kommentaren her kommen die wohl ganz gut an. Ja, schönen Dank, dass ihr uns begleitet habt mal wieder. Und wir würden uns auf jeden Fall wiedersehen im nächsten Turn. Ja. Sollen wir schon sagen? Oder ist es denn schon Fakt, wo wir hinfahren? Also geplant ist,
Südschweden. Okay. So. Wie, wo, was, wann, warum, weiß ich noch nicht. Also warum kann ich dir sagen? Ja. Vielleicht, weil wir Urlaub haben? Nein, aber genaueres, also mein Plan ist Schweden. Es sei denn, du hast jetzt noch... Planst du wieder? Dann? Aber gerne doch, Schatz. Ja gut, dann werden wir wahrscheinlich uns wiedersehen in Schweden oder vielleicht auch nochmal zwischendurch. Ich hatte auf jeden Fall vor, da nochmal ein bisschen was zu machen. Und ja. Gut. Also, bleibt uns treu. Wir sehen uns. Grüße an die Community. Bis au dann. Au revoir. Tschö. Kurzer Nachtrag nochmal zu der Motorleuchte. Also ich habe ihn jetzt vorhin gestartet und die war auch sofort wieder aus. Also 300 Kilometer sind wir jetzt weitergefahren. Blieb auch aus. Also ich denke, der Kollege hat sich da nur irgendwie verschluckt. Nur mal so zur Info für alle, die es interessiert. So, und jetzt haben wir ungefähr noch, keine Ahnung, 600 Kilometer bis nach Hause oder so. Bitte schnapp. Ciao, danke.